Wer von euch kennt es nicht? Es gibt genau zwei Arten, um Stardew Valley zu spielen. Die chillige. Ja, ich lebe auf meiner Farm, die ist so idyllisch. Ich liebe es, Tiere zu streicheln. Und nach getaner Arbeit gehe ich in die Kneipe, um mir ein paar hopfenhaltige Getränke einzuverleiben. Naja, oder halt die andere. Money, 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 money. Jetzt mal ehrlich, Leute. Wer ertappt sich nicht dabei, seine Produktionsketten andauernd irgendwie zu optimieren und eine unglaubliche Befriedigung darin zu finden, am Ende des Tages möglichst viel Cash in der Kasse zu haben? Ich jedenfalls rutsche immer wieder deinen ab. Verdammt, bin ich etwa doch ein scheiß Kapitalistenschwein? In diesem Video erkläre ich euch ein Langzeitziel, was ihr von Anfang an vor Augen haben solltet, damit ihr auch zu den richen Kids im Sterntautal gehört. Der Aufbau eurer eigenen Weinproduktionskette. Außerdem bin ich während meiner Recherche auf die Behauptung gestoßen, dass sich die Nutzung von Reifefässern nicht lohnt. Stimmt das? Auch dieser Frage werden wir auf den Grund gehen. Ich bin Ina vom Twitch-Kanal Blondie und Clyde, also let's go! Das Video richtet sich eher an fortgeschrittene Spieler, da ihr jeweils ein gewisses Geldbudget braucht, um die einzelnen Ziele zu erreichen. Falls ihr mit dem Geldscheffeln noch irgendwie Probleme haben solltet, ich verlinke euch hier oben ein Video für Anfänger. Nichtsdestotrotz ist das Ziel, eine funktionierende Weinproduktionskette aufzubauen, durchaus ein Langzeitziel, was ihr direkt als Anfänger verfolgen könnt. Also, was brauchen wir alles für eine Weinproduktion? Erstens, wir müssen die uralte Frucht bzw. die Sternfrucht anbauen. Zweitens, wir brauchen das Gewächshaus. Hier erkläre ich euch einen besonders einfachen Weg, das Gewächshaus freizuschalten. Drittens, die Iridium-Sprinkler. Viertens, die Fässer. Und fünftens, die Reifefässer. Beziehungsweise, lohnen die sich überhaupt? Wie ihr an die beiden Früchte drankommt und welche denn jetzt von beiden überhaupt die bessere ist, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke euch das hier oben und direkt am Anfang erkläre ich euch, wie ihr an die beiden Früchte drankommt. Also Punkt dann. Die Herstellung von Wein wird erst so richtig lukrativ, wenn ihr euch das Gewächshaus freigeschaltet habt. Die Sternfrucht lässt sich nur im Sommer anpflanzen. Die uralte Frucht zwar von Frühling bis Herbst, aber Leute, please, don't do it. Pflanzt nicht die uralte Frucht draußen an, die ist dafür viel zu wertvoll. Im Winter geht die euch sonst ein wie eine trockene... Okay Leute, lass uns das lieber lassen. Um das Gewächshaus zu bekommen, müsst ihr im Gemeinschaftszentrum das Speisekammerbündel abschließen. Manche Bündel sind ziemlich straightforward und bei manchen Bündeln habt ihr einfach unendliche Möglichkeiten, die abzuschließen. Ich stelle euch jetzt Blondies Easy Way to Gewächshaus vor. Zuerst der einfache Teil. Ihr müsst zu jeder Jahreszeit die vier Standardpflanzen abgeben. Während zum Beispiel im Frühling Pastinake, Kartoffel, Blumenkohl, grüne Bohne. Check. Dann das Qualitätsbündel. Hier könnt ihr zwischen vier Früchten, nämlich Pastinake, Melone, Kürbis, Mais, auswählen und müsst davon jeweils fünf Stück abgeben. Was ich halt auch erst super spät gecheckt habe, ihr wählt zwischen den Vieren, müsst aber nur jeweils drei abgeben davon. Um die Goldqualität zu erhalten, müsst ihr Dünger verwenden. Der Standarddünger reicht dabei aber vollkommen aus. So bleiben noch das Tierbündel und das Handwerkerbündel. Bei den Bündeln habt ihr einfach super viele Möglichkeiten und ihr könnt das Ganze individuell auf euren Spielstil anpassen. Hier kommt meine Empfehlung, wie ihr bereits nach einem Jahr das Gewächshaus abschließen könnt. Ihr braucht lediglich einen Hühnerstall und einen Stall, die ihr jeweils zu den größeren Varianten werden lässt. Durch das weiße Huhn und das braune Huhn bekommt ihr die großen Eier, durch die Ente das Entenei. Also immer schön Ei-Ei machen, damit das Ei auch so richtig schön groß wird. Durch den großen Stall erhaltet ihr dann die Kuh und die Ziege für Milch und Ziegenmilch. Das ist besonders praktisch, weil ihr dann für das Handwerkerbündel direkt zwei von sechs abhaken könnt, wenn ihr aus den verschiedenen Milchsorten auch noch Käse herstellt. Und jetzt mein Tipp, um schnell abzuschließen. Wenn ihr am Anfang von Demetrius nicht die Pilzhöhle wählt, sondern die Fledermaushöhle, die dann Früchte produzieren, könnt ihr direkt die ganze Palette an Früchten abgeben. So könnt ihr es vermeiden, teure Bäume ohne Gewächshaus zu pflanzen. Falls ihr am Anfang nicht die Fledermaushöhle gewählt habt, könnt ihr einen Deluxe-Stall bauen und Trüffelöl durch die Schweine und Stoff durch die Schafe zu produzieren. Allerdings müsst ihr dann ohne Gewächshaus noch einen einzigen Baum pflanzen, um auch den sechsten Slot des Handwerkerbündels zu belegen.
Der Weg mit dem Deluxe-Stall eignet sich für euch besonders gut, wenn ihr sowieso eher auf Viehzucht steht. Trüffelproduktion ist dabei immerhin die Einnahmequelle. So, und jetzt, bam, Gewächshaus abgeschlossen. Ich zeige euch hier noch die beste Anordnung für Qualitätssprinkler im Gewächshaus und die beste Anordnung für Iridiumsprinkler. Ja, Leute, und hier fängt der Pain an, die Iridiumsprinkler. Mit allem, womit ihr sonst noch so im Sterntautal beschäftigt seid, wollt ihr bestimmt eins nicht machen. Und zwar jeden fucking Tag das Gewächshaus mit einer dummen Gießkanne bewässern. Also braucht ihr 6 Iridiumsprinkler. Zum Craften benötigt ihr neben Hofarbeit Level 9, Goldbarren, eine Batterie und 30 Iridiumerze. Und diese Iridiumerze am Anfang zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Bevor ich euch den normalen Weg erkläre über Minen und Geoden, zeige ich euch 2 Alternativen, die euch das Leben ein bisschen einfacher machen könnten. Ihr habt die Möglichkeit, jeden Freitag bei Krobus in der Kanalisation einen Iridiumsprinkler zu kaufen. Um die Kanalisation freizuschalten, müsst ihr 60 Gegenstände im Museum abgeben. Ihr erhaltet danach einen rostigen Schlüssel, der euch Zugang zur Kanalisation gewährt. Ey yo, wenn ich du wäre, dann hätte ich schon längst auf diesen Abo-Button geklickt. Verdammte Scheiße! Eine andere Alternative sind Meteoriten. Diese großen lila Steine droppen per zufälligem Ereignis auf eurer Farm. Baut ihr die mit einer goldenen Spitzhacke ab, lassen die einfach mal 6 Iridiumerze für euch springen. So Leute, und jetzt der klassische grindige Teil. Normalerweise bekommt ihr Iridiumerze in der Schädelhöhle in der Wüste. Und zwar erst ziemlich tief unten. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich diese Mine liebe. Iridiumadern treten da erst ab Level 70 auf, und zwar ungefähr 1 pro Ebene. Erst ab Level 100 treten mehrere pro Ebene auf. Bomben und Treppen helfen euch schneller, die Ebenen herunterzukommen. Außerdem solltet ihr mit entsprechenden Mahlzeiten und dem Studieren des örtlichen Orakels im Fernsehen eurem Glück ein wenig auf die Sprünge helfen. Treppen könnt ihr übrigens für 99 Steine craften. Falls ihr nicht genug davon habt, könnt ihr Nachschub im Schreinerladen besorgen. Allerdings würde dann eine Treppe ungefähr 2000 G kosten und nur um alleine mit Treppen einmal auf Ebene 100 zu kommen, müsstet ihr einfach 2 Millionen ausgeben. Ja, nice! Falls ihr gar nicht in der Schädelmine zurechtkommt, könntet ihr euch auch auf die Suche nach Omnigeoden und Magmageoden machen und diese dann bei Clint aufbrechen. Begebt euch dazu in die örtliche Mine zwischen Level 115 und 119, da dort beide Geodentypen vorkommen. Um die Frequenz an Geoden zu erhöhen, könntet ihr ein wenig mit den Minenarbeitsskills nachhelfen. Und zwar indem ihr dann auf Level 5 zunächst den Skill Geologe wählt und auf Level 10 den Skill Ausgräber. Bei Clint habt ihr dann eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass aus einer Geode ein Erz droppt. Sind dann ja nun mal eben so 600 Geoden, die ihr ungefähr für 30 Erze aufbrechen müsstet. So, jetzt haben wir das Gewächshaus optimiert mit den Sprinklern. Wir haben die Früchte, also jetzt brauchen wir nur noch die Fässer. Auf die Fässer, fertig, los! Das Schlimmste habt ihr jetzt schon hinter euch. Jetzt müsst ihr nur noch die Sternfrüchte oder die uralten Früchte in Fässern zu Wein werden lassen, um endlich reich zu werden. Für die Fässer benötigt ihr Hofarbeit Level 9 fürs Rezept, Kupferbarren, Eisenbarren, Holz und Eichenharz. Fangt also schon möglichst früh im Spiel an, Zapfhähne an Eichen zu platzieren, damit ihr auch definitiv genug Eichenharz zur Verfügung habt. Von den Fässern braucht ihr nämlich ziemlich viele. Im Gewächshaus könnt ihr ja 116 Pflanzen pflanzen und deswegen würde ich euch auch empfehlen, 116 Fässer zu besitzen. 116 Fässer sehen auf der Farm so ziemlich scheiße aus. Wenn ihr euch aber einen nicen Schuppen baut, sieht es eigentlich ganz cool aus. Ich lebe auf meiner Farm, die ist so idyllisch. Im normalen Schuppen könnt ihr 67 Fässer platzieren, im ausgebauten Schuppen könnt ihr 137 Fässer platzieren. Also mehr als genug. So Leute, bevor das Zahlenchaos jetzt anfängt, erstmal noch ein Schlückchen Tee. Nach einer Zeit von 7 Tagen könnt ihr dann die ersten 116 Weine verkaufen. Macht bei der Sternfrucht 365.400 und bei der uralten Frucht 267.960 G.
Und wer jetzt denkt, ey, warum hat die Blondine denn letztes Mal gesagt, dass die uralte Frucht viel geiler ist und jetzt gibt's viel, viel mehr Cash für diesen Sternfruchtwein? Sternfrüchte brauchen ja 14 Tage zum Wachsen und dadurch erzeugt ihr quasi immer eine Woche Leerlauf in den Fässern. Die uralte Frucht ist nach 7 Tagen fertig, ihr könnt die ernten, den Wein aus den Fässern rausholen, die Fässer direkt neu bestücken. Und bei der Sternfrucht halt nicht, weil 14 Tage Wachstumszeit. Pro 14 Tage macht ihr dann für Wein der Sternfrucht die besagten 365.400 G und für Wein der uralten Frucht in 14 Tagen 535.920 G. Also noch ein Pluspunkt für den eindeutigen Gewinner des letzten Videos, nämlich die uralte Frucht. Hier übrigens noch ein kleiner Tipp zur Ertragsoptimierung. Wählt auf jeden Fall bei den Hofarbeitsskills auf Level 5 den Ackerbauskill und auf Level 10 den Handwerkerskill. Dann ist euer Wein nämlich einfach mal 40% mehr wert. Und wie ihr jetzt den Wein irgendwie noch besser verkaufen könnt als sonst noch, führt uns zum letzten Punkt, nämlich die Reifefässer. Bevor ich euch erkläre, wie ihr an die Reifefässer und an den Wein in Iridium-Qualität kommt, klären wir noch einmal kurz eine Frage, die mir während meiner Recherche entgegengesprungen ist. Ich habe die Existenz von Reifefässern niemals angezweifelt. Ich dachte immer, wow, in 56 Tagen kann ich den Wert meines Weins einfach nochmal verdoppeln. Wie geil ist denn bitteschön Iridium-Wein? Im Stardew Valley-Wiki bin ich dann aber auf eine Erwähnung gestoßen, dass sich die Nutzung von Reifefässern gar nicht so wirklich lohnt, weil wenn man den Ertrag von den 56 Tagen auf einen Tag runterrechnet, bekommt man für den Sternfruchtwein gerade mal 56 G pro Tag und für den uralten Wein gerade mal 41 G pro Tag. Und jetzt lohnen sich die Reifefässer überhaupt nicht oder wie? Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und bin zu folgendem Schluss gekommen. Ich kann die Behauptung einfach null nachvollziehen. Wenn ich mir jetzt eine langfristige Weinproduktion der uralten Frucht anschaue und ich jede Woche 116 Wein bekomme, ob ich jetzt die erste Ladung Wein in die Reifefässer packe und danach normal weiter produziere und den Wein dann in normaler Qualität verkaufe oder ich einfach die ganze Zeit Wein in normaler Qualität verkaufe. Ich komme immer zu folgendem Schluss. In 2 Jahreszeiten habe ich eine Ladung Iridium-Wein produziert, anstatt die ganze Zeit nur normalen Wein zu produzieren. Das macht einfach mal einen Unterschied von 1,35 Millionen G. Und das ohne Anstrengung. Reinlegen, warten, fertig. Was ihr nur nicht machen solltet, ist den kompletten Wein in Iridium-Qualität verkaufen. Also, erste Ladung Wein produzieren, die in die Reifefässer packen, warten und so lange den Wein in normaler Qualität verkaufen. Wenn die Reifefässer fertig sind, neu bestücken und wieder in normaler Qualität verkaufen. So, noch kurz zum Abschluss, wie ihr überhaupt an die Reifefässer drankommt. Ihr müsst komplett das Haus ausbauen, um an den Keller zu kommen. In dem Keller könnt ihr dann optimalerweise 125 Reifefässer platzieren. Für den kompletten Hausausbau braucht ihr 150 Hartholz, 450 Holz und 160.000 G. Hartholz bekommt ihr im Westen des Zundersaftwaldes, nachdem ihr da diesen riesigen Baumstamm mit eurer Stahlaxt weggebolzt habt. Dort könnt ihr dann im geheimen Wald täglich 8 Hartholzfarmen. Und Leute, gewöhnt euch schon mal an diesen Hartholzgrind. Das Hartholz braucht ihr nämlich auch, um die Reifefässer herzustellen. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch eine fette Weinproduktionskette aufbaut, damit die Kasse bald nicht nur einmal klingelt, Leute. Das war's von mir. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da, nach oben am besten, haha, und einen Kommentar und vielleicht sogar ein Abo. Wir sehen uns dann nächste Woche, also ciao mit V.